One, two, three. Schönes Wochenende. Radio Niederösterreich gibt es seit fast 50 Jahren und es ist darum gegangen, eine Evolution zu schaffen, das weiterzuentwickeln, frisch, emotional und warm zu gestalten, das neue Layout. Und genau das ist mit der Produktion gelungen. Radio Niederösterreich. Ziel der Produktion war, neuen Hörergruppen den Einstieg leichter zu machen bei unserem Sender, weil die Marke ist etabliert. Und ich denke, genau mit der Produktion jetzt bei Foster Kent wird das auch gelingen. Besonders wichtig war uns bei der Produktion, dass echte Gitarren drinnen sind, ein echtes Schlagzeug, echte Musiker und Instrumente, weil das auch die Wärme widerspiegelt, die der Sender im gesamten Sound darstellt.